Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, erneut formieren sich die neuen Nazis für einen neuen Aggressionskrieg, diesmal gegen das Volk, gegen die Revolution in Venezuela. Worum geht es? Die Putschisten in Chile, die Mörder von Salvador Allende, die Gründer der faschistischen Formationen in Nicaragua und El Salvador, die toten Schwadronen, streben die Weltherrschaft. Die nennen das die neue Weltordnung. Für diese Ordnung der Welt haben ihre Aggressionskrieg gegen Jugoslawien. Sie haben den Irak angegriffen und zerstört. Sie haben Libyen angegriffen, die Reichtümer des libyschen Volkes. Sie bauen 6 militärische Basis an der Westgrenze Russland und sie marschieren über die Bundesrepublik Deutschland. Sie lassen ihre Panzer marschieren erneut gen Osten. Ihre Ziele sind klar. Das hat der Kriegsverbrecher Brzezinski in seinem Machwerk Die einzige Weltmacht geschrieben. Durch eine Kette ununterbrochenen Kriege streben sie die Weltherrschaft. Und was einst von den Nazi Deutschland über alles als Lösung ausgegeben wurde, heißt heute American First. Die neue Nazis der NATO streben dieser Kette ununterbrochenen Kriege. Das Neue und Gefährliche an diesem Krieg, dass sie eine rassistische Strategie entwickelt. Wir führen diese Kriege, ohne einen Soldat zu verlieren, ohne einen Dollar zu bezahlen. Das waren die Konsequenzen aus ihrer Niederlage durch die heldenhaften vietnamesischen Volk. Aus diesem Grunde haben sie eine gigantische, weltumspannende Organisation, Strukturen, wenn sie im Netz 3 Buchstaben geben. NED, das nennen sie die National Endorsement for Democracy, dann finden sie 1000 Organisationen in 90 Staaten. Diese Organisationen, diese Liste finden Sie in den Jahresbericht der CIA an den Kongress, um diese Organisationen zu finanzieren. Wenn Sie die schwafeln hier von Demokratie und Menschenrechte, das ist der Gipfel der Perversion, denn es geht um nichts anderes. Kriege sind kein Selbstzweck. Der Hauptgründe für diese Aggressionen ist der systematische Raub der Vermögen, der Reichtümer, der Völker. Das machen die Europäer seit 600 Jahren. Seit 600 Jahren führen sie Aggressionskriege, rauben sie die Reichtümer der Völker. Ich kann nur ein Beispiel nennen, für diese Kriminellen, die von Demokratie und Menschenrechte schwafeln. Nach 131-jähriger Kolonialherrschaft der Franzosen in Algerien gab es 97,3% an Analphabeten. Ich sage das diesem Rassisten in Paris, dem Macron heißt, der sich weigert, sich für diesen Kolonialversprechen nur zu entschuldigen. Und ich sage das jene Schwachköpfe, die in dieser Gebäude die Kultur der Zivilisation verschandeln. Da steht einer und sagte, in Afghanistan am Hindukusch verteidigen sie die Demokratie.
Ich habe mich gewundert, gibt es in Bonhoeffer Klinik keine Plätze mehr, wo diese Leute untergebracht werden? Nein, ich bin Syrer. Und niemand weiß, die deutschen Imperialisten führen seit 1840 Aggression und Kolonialkrieg gegen uns. 1840 versuchten die arabischen Völker, sich vom Jahrhunderte türkisch-osmanischen Joch zu befreien. Die Europäer machten eine Konferenz natürlich in London und sie beschlossen, dies zu verhindern, einen Aggressionskrieg gegen Syrien. Wen haben sie beauftragt, diese Aggression zu führen? General Augustus Jochmus. Wer das nicht weiß, General Augustus Jochmus wurde später hier außen- und Marineminister. Sie erobern unser Land und dann machen sie einen Plan, um unser Land zu zerstückeln. In drei Teilen. Den nördlichsten Teil haben sie der Türkei verschenkt. Den mittleren Teil teilten sie in zwei Staaten. Einer heißt Syrien, einer heißt Libanon. Den südlichen Teil Syrien in zwei Staaten. Einer heißt Jordanien und der andere Palästina, die später zu einer zionistischen Kolonie gemacht werden. Dieser Plan hat General Augustus Jochmus im besetzten Damaskus am 24. Februar 1841. Diese Dokumente sind hier im Archiv vom Auswärtigen Amt. Seit dieser Zeit, Kaiser Wilhelm II. Taucht in Jerusalem und vor Ort mit den zionistischen Kolonialisten die Kolonialpläne. Ein Kölner Bürgermeister namens Konrad Adenauer war Vorsitzender der Komitee zur Unterstützung des jüdisch-völkischen Aufbauwerks in Palästina. Ich kann das weiter bis zu unserem heutigen Tag. Die Bundesrepublik finanziert den Aggressionskrieg gegen uns mit 186 Milliarden. Zuletzt haben sie für 17 Milliarden für 5 Atom-U-Booten. Und sie schwafeln vom Humanismus. Zuletzt möchte ich eine Sache sagen, was die Enkelköppels hier verbreiten. Das setzt vor dem UNO-Sicherheitsrat ein General, ein Kriegsverbrecher namens Colin Powell und lügt 82 Stunden über die Massenvernichtungswaffen im Irak. Ich will auf die Wahrheitsgehalt dieser Aussage nicht eingehen, denn nach dem Angriffskrieg gegen Irak, der Ermordung 1 Million Iraker, sagt dieser Kriegsverbrecher, es ist ein Schandfleck in meiner Biografie. Ich habe die Weltöffentlichkeit belogen. Und ich habe den Namen von 174 sogenannten Journalisten hier, die diese Lügen verbreitet, das heißt an die Vorbereitung der Aggressionskrieg. Kein einziger von denen wurde jemals zur Rechenschaft gezogen. Eine letzte Bemerkung möchte ich machen. Hier in Syrien, ich habe einige von denen im Gefängnis besucht, sind einige tausend Europäer aus den NATO-Staaten. Und hier lamentieren diese Rassisten, können wir unsere Bürger zurücknehmen oder nicht? Das ist nicht die Frage. Die Frage, welche Verantwortung haben die Innenminister, die Geheimdienste dafür, dass hier faschistische Banden, Tausende von Söldner in dem Bericht des sogenannten Verfassungsschutz, heißt das 862 Deutschen, ich weiß, dass sie viel mehr sind. Ne? Welche Verantwortung haben die Minister der NATO-Staaten dafür, dass hier Söldner rekrutiert über die NATO-Südgrenze? Das, was man hier türkisch-südischen Grenze nennt, das ist die NATO-Südgrenze. Wer hat sie eingeschleust
um an dem Massaker 8 Jahre lang in Syrien teilzunehmen. Die Rassisten hier interessieren sich nicht für das Leben von Tausenden von Syrern. Sie interessieren, ob irgendeiner dieser Kriminellen hier zurückkommt und irgendwo irgendwelche Verbrechen begeht. Nein, der Aggressionskrieg gegen Syrien, es ist ein NATO-Krieg. Die Türkei ist die NATO. Und diese Jammerlappen Erdogan würde niemals ein einziger Söldner über die Südgrenze der NATO, wenn er nicht die Befehl der NATO-Staaten hat. Das ist die Realität. Und zum Schluss, was die Frage von humanitären Hilfe. Die Räuber Venezuela hat bis jetzt durch die wirtschaftliche Aggression der Yankees 183 Milliarden verloren. Das sind kriminelle Räuber. Und es ist pervers, dass diese Kriminellen von humanitären Hilfe. Wir haben 3 Forderungen. Die erste Forderung an dieses an Merkel-Regime: Stoppen Sie die Waffenlieferung an den Sklavenhalter von Saudi-Arabien. Stoppen Sie an die zionistischen Kolonialisten. Wir haben die Forderung an die europäischen Staaten. 200 Jahre kolonialen Verbrechen sind genug. Heben Sie alle wirtschaftlichen Sanktionen auf. Setzen Sie nicht Ihre Kolonialverbrechen an unsere Völker. Und einen letzten Appell an Freunde. Freunde, der Weltfrieden ist bedroht. Die neuen Nazis bedrohen den Weltfrieden. Schafft eine Plattform, stellt vereinigt eure Reihen und stellt die Frage, wie wir den Weltfrieden verteidigen. Das können wir nur gemeinsam tun. Es lebe die internationale Solidarität, es lebe der Frieden.